Herzlich willkommen bei der nächsten Folge Let's Play The Sims 4. Heute mit dem ersten Tag als Polizist. Mal schauen, wie es wird. Willkommen bei den Gesetzeshütern. Es wird Zeit, das Verbrechen zu bekämpfen. Aber alles der Reihe nach. Lass sie am Computer einen Fall zuweisen. Oh, wie süß. Oh, schnuckig. Ich hoffe, die gehen auch alleinständig zur Arbeit. Weil mit ihr möchte ich gerne einen Laden mal aufmachen. Und der bleibt halt Technik-Guru. Oh, Sarkini. Erstmal googeln. Nach einem Fall. Auf Facebook. Und erstmal voll freuen. Ja, Mann. Google. Wupp, wupp. Das ist nicht. Das ist Facebook. Oder Origin. Vielleicht ist es auch Origin. Das sind hier so die DCs. Hier ist Forum, wo sich nur über Jäh beschwert wird und dass sie abzocken. Und jetzt wieder auf Google. Okay, falls du weiter erhalten. So, schauen wir erstmal nach einem guten Fall. Schreiben wir erstmal eine schöne E-Mail an EA, wie schlecht ihre Spiele sind. Varric Olkinafis? Klopf, Zibora. Bei Tatortuntersuchungen helfen. Du musst die Grundlagen lernen, bevor du deine eigenen Fälle bearbeiten kannst. Du beginnst, indem du einen erfahrenen Polizisten bei der Untersuchung eines Tatorts zur Hand gehst. Verwende die Verbrechenskarte, um zum Tatort zu gelangen. Wie mache ich das? Wo ist... Oh, guck mal, hier ist das Gefängnis. Wo ist die Verbrechenskarte? Okay, das ist die Verbrechenskarte. Logisch, wa? Oh. So, dann fahren wir zu unserem ersten Tatort. Boah. Spannende Musik, Leute. Jetzt geht's los. Tatorte. An Tatorten findest du Spuren, die bei der Suche nach einem Verdächtigen hilfreich sein können. Untersuche beschädigte oder gestohlene Objekte und suche den Boden in der Nähe nach Spuren ab, um mehr Hinweise zu erhalten. Sprich zudem mit Zeugen, um einen Bericht über den Tathergang zu erhalten. Ich bin Batman. Okay, Tatort. Beweismaterial. Seht ihr diese hochauflösenden Texturen? Oh, ich dachte, das wäre gerade ein Klamotten, das ist aber ein Graffiti. So, Hinweis am Tatort sammeln. 1 von 5, nimm meinen Zeugenbericht auf. 0 von 1, Tatortfotos schießen. 1 von 3. Da haben wir sogar das letzte Tatortfoto. Da haben wir auch noch was. Da auch noch was. So, hier draußen war es dann. Weißfoto machen. So, wir müssen aber hier alles Sichtbare durchsuchen. Man kann zwar noch wirklich alles hier durchsuchen, alles. Halt mit diesen nach Spuren suchen machen, aber ich mache jetzt hier erstmal alles offensichtlicher. Okay, dann haben wir hier alles. Da haben wir jetzt schon gemacht, ne? Ja. Das aber noch nicht. So. Schauen wir gleich noch in der nächsten Etage. Und dann müssen wir das alles gleich noch durch die DNA-Maschine jagen.
Wann sind wir jetzt schon wieder angespannt? Duschen. Ah, guck mal, was da ist. Okay. Das ist aber kein Beweis. Einmal da oben, bitte. Oh ne, wir haben dadurch viel zu viele Beweise hier. Alter, wie viele Dinger die hier gemacht haben, ne? Pascal ist voll. Okay. Was haben wir das noch? Das müssen wir noch, das müssen wir noch. Und sonst war es das, okay. Also das und den Computer da. Und das hier? Ne, das hier machen wir gerade, okay. Veruda Kampol. Lumbic Jarl. Sheshere. Binkapa Baru. Dann machen wir gleich, okay. Nicht gleich hier auf dem Boden Sex machen. Sie schaut hier aus dem Fenster. Oh, er schaut hier aus dem Fenster. So. Und dann haben wir gleich alles. Zeugenbericht aufnehmen. Dann haben wir hier alles. Ey, Noir, Junge. Schon mal ein bisschen vor. Okay, dann verpissen wir uns wieder zur Polizeiwache. Der Tatort wird aufgeräumt, nachdem du ihn verlassen hast. Du kannst, ja, bin ich. Aber ich bin mir sicher, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen schon. Vielleicht jetzt nicht alles, weil man kann halt nur nach Spuren suchen. Aber wir haben jetzt alles Offensichtliche. Wir haben ja auch Fingerabdrücke. Sollten wir zumindest haben. Da du jetzt Beweise am Tatort gesammelt hast, wird es Zeit, einen Verdächtigen zu suchen. Verwende das chemische Analysengerät und den Computer, um die am Tatort gefundenen Spuren auszuwerten. Es besteht die Chance, dass du Hinweise auf den Täter erhältst. Das ist das Ding hier. Das nutzen wir jetzt erstmal. Beweismaterial analysieren. Machen wir erstmal die Fingerabdrücke. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Yamane Urimba. So. Dann haben wir das gleich gemacht. Gute Arbeit. Wenn du Tatortspuren analysierst, kannst du Hinweise auf den Verdächtigen erhalten. Wenn du deinen eigenen Fall übernimmst, musst du viele Spuren analysieren, bevor du den Verdächtigen finden kannst. Verwende vorerst einen Computer, um die Tatortspuren zu archivieren, damit der Oberkriminalbeamte sich darum kümmern kann. Also jetzt müssen wir erstmal nicht mehr die Beweise analysieren, aber wenn wir das später gemacht haben... Ja, wenn wir später unseren eigenen Fall haben, dann müssen wir das natürlich machen. Irgendwann laufen wir auch hier so rum. Kriminaloberbeamter. So. Die ist tot. So. Kriminalbeamter. Gute Arbeit. Die von dir gefundenen Beweise werden dem mit dem Fall beauftragten Polizisten eine große Hilfe sein. Betrauten, okay. Wenn du deinen eigenen Fall hast, musst du den Beweisen selbst nachgehen. Morgen erfährst du mehr über die nächsten Schritte bei der Fallarbeit. Hilf in der Zwischenzeit bei der Abfertigung von Kriminellen in der Polizeiwache. Wir könnten eigentlich sogar jetzt schon nach Hause gehen. Polizeifotos an der Erfassungsstation machen. Wo ist denn die Erfassungsstation? Oh, da schläft er.
Fotos machen. Polizeifotos an der Erfassung. Verbrecher an der Erfassungsstation durchsuchen. Okay, dann machen wir erstmal hiervon ein Foto. Und hiervon. So, dann beweg dich mal dahin. Herzlich willkommen bei Orange and the New Black. Oh, ich habe den falschen ausgewählt. Verdächtigen durchsuchen. So, dann bitte einmal an die Wand. Oh, was ist das denn hier? Ein pinkes Lama. What the fuck, Alter? Ein Boxhandschuh. Eine Barbie. Okay. Und wohl. Der war dreckig. In Zelle sperren bitte wieder. So, dann kommen Sie mal mit. Geile Chicks. So, dann wieder hier rein. So, dann kommen Sie bitte mal hier raus. Ich weiß, ich hätte von Ihnen noch Fingerabdrücke machen sollen. Das mache ich aber gleich von Ihnen. Oder mache ich später nochmal. So, dann kommen Sie mal mit. Ja, wir machen jetzt erstmal ein geiles Foto. Wer ist nicht so Police Porn Magazin? So, bitte einmal lächeln. Danke sehr. So, dann stellen Sie sich bitte einmal an die Wand. Ich möchte Sie bitte einmal durchsuchen. Halten Sie die Fresse, nicht lachen! An die Wand, bitte. Gehen Sie bitte an die Wand. Ich werde Sie durchsuchen mal. Durchsuchen. Beine breit. So, und jetzt. So. Schön antatschen. Was ist... What the fuck? Ein Brotmesser. So. Ich streiche Sie ein bisschen. So, jetzt hier ein bisschen unten. Schön sauber machen. Was ist das denn? Eine Pinzette? Nein, nicht eine Pinzette. So eine Fettspritze oder so. Okay, dann... Voll, dann bitte einmal hier Fingerabdrücke nochmal. Fingerabdruck. Ja, bitte dann einmal nochmal ihre Fingerabdrücke hier. So. Bitte einmal die Hand da drauf. So, danke sehr. Und dann... Leihen Sie mich bitte mal wieder bitte in die Zelle. Hey, wohin gehen Sie? Hier rein. Okay, das ist ein Bug, aber egal. Okay, dann bitte, kommen Sie einmal bitte raus. Ich muss bitte einmal nochmal einen Fingerabdruck machen. So, bitte einmal raus. Muss er nicht eigentlich auch zur Arbeit? 10 bis 18 Uhr. Ah, er hat heute frei. So, okay, danke. Möchte ich noch irgendwas mit den Kollegen? Ja. So, dann. Ey, seien Sie ruhig da! Halt die Fresse! So, dann bitte einmal hier wieder rein. Halten Sie die Schnauze jetzt! So, was mache ich jetzt? Strafanzeige eines Bürgers aufnehmen.
Hier ist kein Burger. Scheiße. Mit Kollegen über Theorien. Theorien zum Fall diskutieren. So, was meinst du denn? Die ganzen Graffitis da so am Boden und so, das ist schon irgendwie sehr komisch, ne? Halt die Fresse jetzt, tschüss! Eine Stunde trainieren, okay, das geht schlecht. Mit der Polizeipräsidentin reden. Freundlich vorstellen. Tschüss. Guten Tag. Mein Name ist Officer Puzzle. Ich möchte mit Ihnen reden, weil dann habe ich so einen erfolgreichen Arbeitstag. Ich fahre ein rotes Auto. Ash. No, my frisper. Quinarb. Abano plerum genera. Ikla. Ja, Polizei. Okay, dann. Nach Gehalt fragen. Erstmal unhöflich am ersten Tag werden, Junge. Jarl. Lamima Goyep Hogra. Flix. Dabanu Darza. Good choy. Kiniko Pifarfase. Rasha Par Baleum. Khan Jimjor. Oh. Ja, dann war's das für die erste Episode, für die erste Arbeitsepisode.